Die Vorurteile gibt es auf jeden Fall. Also ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, ach ja, da wird ja aus dem Rückenmark was entnommen und das ist einfach falsch und da verbessere ich die Leute dann auch immer wieder, wenn ich sowas höre. Hi, ich bin Vanessa und das ist meine Story. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Kirchheim-Teck und arbeite als Angestellte im öffentlichen Dienst. Ich treffe mich wahnsinnig gern mit Freunden und ich singe sehr gerne und habe da ein bisschen aus meinem größten Hobby auch einen kleinen Nebenberuf gemacht. Vor 2 Jahren habe ich im privaten Umfeld auf 2 Hochzeiten gesungen und die Gäste waren einfach so begeistert und haben mich dann gefragt, hey, mach doch da einfach ein bisschen mehr draus. Und dann habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und habe dann eben angefangen, mich dafür anzubieten, auf Hochzeiten zu singen. Ich übe so lange, bis ich zufrieden bin und bis ich auch die richtige Menge an Gefühl reinlegen kann. Ich sage ja, wenn wir gemeinsam gehen. Ich sage ja, wenn ein Gewitter naht. Also das erste Mal habe ich von der DKMS erfahren, als ich mit meinen Eltern zusammen, da war ich noch Kind, hier im Ort bei einer Registrierungsaktion dabei war. Und meine Eltern haben sich damals registriert, ich selbst war noch zu jung. Und ich fand das einfach damals schon ganz toll, wie viele Menschen da zusammengekommen sind, um sich da registrieren zu lassen. Und das hat mich schon sehr bewegt. Für mich war immer klar, dass wenn ich die Chance bekomme, einem Menschen zu helfen, dass ich dann auch nicht zögere, das zu tun. Von den verschiedenen Entnahmearten wurde dann bei mir die Knochenmarksentnahme angewandt. Ich habe tatsächlich auch eine Freundin in meinem Bekanntenkreis, die auch Knochenmark gespendet hat über diese Entnahmeart und habe davon schon von ihr einfach viele, viele Infos bekommen. Und das hat mir auch die Angst davor genommen. Also ich würde mal sagen, der Tag meiner OP war auf jeden Fall das emotionalste Ereignis für mich in dem ganzen Prozess. Frühmorgens war direkt die OP. Ich war schon ein bisschen aufgeregt. Es war für mich auch ein schwieriger Tag in dem Sinne, dass ich die Narkose im Endeffekt nicht so gut vertragen habe. Ich habe ziemlich starke Übelkeit gehabt, als ich dann aufgewacht bin. Ansonsten verlief die OP an sich wunderbar. Und der Tag bleibt mir auch immer so emotional in Erinnerung durch diese ganze emotionale Reise. Als der Arzt zu mir kam, hat er mir erzählt, dass 900 Milliliter Knochenmark entnommen wurde. Und habe direkt gewusst, dass diese Menge für einen erwachsenen Menschen schon fast nicht ausreichend ist. Und in dem Moment sind einfach nur noch die Tränen geflossen, weil ich schon geahnt habe, dass die Spende vielleicht an ein Kind ging. Und ich war an diesem Tag so emotional, dass ich auch nicht die Kraft hatte, dann schon bei der DKMS anzurufen. Und dann habe ich den Anruf wirklich erst am nächsten Tag gemacht und habe dann auch tatsächlich erfahren, dass die Spende an einen kleinen Jungen ging. Nach Großbritannien. Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind natürlich mein Verlobter und meine Eltern, aber auch meine Freunde, die immer für mich da sind. Und in erster Linie würde ich aber auch sagen, dass ich selbst der wichtigste Mensch in meinem Leben bin, da wenn es mir nicht gut geht, kann ich ja auch nicht für andere sorgen und kann mich nicht um andere kümmern. Deswegen muss man auch stetig einfach an sich selbst arbeiten, dass es einem selbst gut geht. Marc ist mein Verlobter und ja, er ist einfach ein riesengroßer Bestandteil in meinem Leben und ich bin so froh, ihn an meiner Seite zu haben. Meiner Meinung nach lassen sich viele aus Unwissenheit nicht registrieren, weil sie vielleicht auch Angst davor haben, was da auf sie zukommen könnte. Und wenn die Leute einfach erfahren, dass es gar nicht so schlimm ist, wie sie sich das vielleicht vorstellen, dann lassen sich vielleicht noch mehr registrieren.
Das war meine Story. Du willst noch mehr Geschichten sehen? Dann klick jetzt hier. Du willst selbst Geschichte schreiben? Dann klick jetzt hier und registriere dich als Stammzellspender.